Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Ich blende euch hier mal ganz kurz die Dings vom Redstone ein, die Kit-Beschreibung. Heute mit dabei ist der Kosovar, hallo. Hallo, aber auch nur heute. Ich bin ein bisschen scheiße arg drauf, weil, Alter, ich sag's euch Leute, dieses Kit, ne, das tötet mich und meine Nerven, also. Mach doch auf! Ja, wenigstens haben wir die Dias noch erwischt. Nee, doch nicht. Oh, doch. Puh. Ich dachte schon so, scheiße. Aber auf jeden Fall, dieses Kit, das zerstört Träume und das, keine Ahnung, also, ich, wie gesagt, ich habe euch die Beschreibung schon eingeblendet jetzt und, ja. Ich mag dieses Kit nicht. Ich finde es unnötig und da hätte man meiner Meinung nach genauso ein Kit nehmen können, das einfach gar nichts beinhaltet. So ein Kit, was nicht mal ein Kit ist, also ohne Kit quasi zu spielen. Finde ich es nützlicher als so eine Kacke. Und da bin ich jetzt echt schon so schlecht gelaunt. Und das ist so mies, Leute. Echt, wenn du wirklich versuchst, eine gute Runde hinzubekommen und ich... Es ist mir beinahe jetzt schon kackegal, muss ich sagen, ob das jetzt eine gute Runde wird oder nicht, denn ich möchte einfach für euch Enderkits bringen. So. Der denkt, er kann uns hier töten. Nein. So, wo ist der nächste? 27 Blöcke entfernt, 19 Blöcke. Okay, der ist Känguru, weil er wahrscheinlich auf den Bäumen ist. Also ich kann es mir zumindest gut vorstellen, dass er Känguru wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob der von mir davon rennt. 35 Blöcke sieht so aus. Kein Plan. Der Kosovar ist übrigens nicht in-game dabei, weil er... Ja. Weil er... Wieso? Ja, weil ich jetzt schon zu früh angefangen habe. Weil ich einfach schon in der Runde drin war und dann hat er mich angerufen, weil er beim Essen war. Und ja, wir können ja mal versuchen, mit Redstone hier irgendwas zu machen. Vielleicht Ich kann euch aber hier nichts versprechen, nichts. Oh, jetzt wurde ich mit dem hier auch noch getauscht. Wieso, Leute? Was ist er denn? Oh, Känguru, geh weg! Geh weg, Känguru. Ich zünde euch alle an. Geht weg von mir. Oh Mann, diese dummen Kinder, Alter. Die sollen hier weggehen, Alter. Die warten hier sowieso nur, bis ich ins Wasser komme. Glaubst du, ich komme hier zu einem Delfin ins Wasser? Ich bin doch auch nicht blöd. Geh einfach rein. Nein, ich gehe sicherlich nicht rein. Das passiert ja. Wirklich... Ja. Mit wie vielen Leuten werde ich... Ja, jetzt hab ich mir noch beide geholt. Oh, das war knapp. Hat der irgendwas für mich zum Anziehen? Ja, gut. Wir wurden ja jetzt frisch getauscht. Das heißt, wir können jetzt noch schnell was craften. So. Zick. Wie viele Blöcke? Okay. Können wir uns hier noch einen Brustpanzer machen? So. Dann, die Werkbank kommt da hoch. Der Lava-Eimer kommt nach unten. Das TNT lasse ich jetzt mal, weil ich möchte euch ja irgendwie zeigen, wie das Kit funktioniert. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Irgendwie. Wenn nicht, dann habe ich auch Pech. So. Ich esse jetzt erstmal was. So. Wie viele Blöcke? 81 Blöcke. Gut. Boah, ich habe eine richtig geile Falle im Kopf, aber es dauert halt viel zu lange, um sie zu machen. Ja, es ist einfach als Redstoner, man hat immer, glaube ich, nur 30 Sekunden Portschutz und 60 Sekunden. Nee. Ja. Doch, eine Minute. Eine Minute. Oh, das Ich weiß nicht. Nein, normalerweise dachte ich mir immer 30 Sekunden. Ich kann es jetzt auch nicht sicher sagen, aber. Zieh einfach beim nächsten Port. Okay. Also, mir egal, den hole ich mir jetzt.
Nein. Nein. Renn doch. Ja, Leute, wir haben ihn noch erwischt, Alter. Guckt euch das mal an. Nein, wir haben den. Der andere ist gestorben. Ich dachte mir gerade so, hä? Das kann es jetzt aber nicht sein. So, ich mache einfach mal so. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht kann das ja doch noch was werden. Ich weiß es nicht. Mein Plan ist es ja. Hier. Ja, Thomas, mit wie viel Redstone startest du? Mit 10 Stück. Boah, so wenig? Und jetzt bräuchte ich Holz. Alter, was war denn das jetzt? Ist derselbe jetzt in die Lava reingesprungen? Genau beim perfekten Timing? Ich weiß es nämlich nicht. Weil ich war jetzt irgendwie richtig in der Lava drin. Oh nee. So. 91 Blöcke, das ist schon ein bisschen. Bisschen weit weg. Da muss ich dann halt gucken, wie ich das so mache. Was hier drin? Okay, 4 Diamanten, das ist gut. Dann können wir uns jetzt noch einiges craften schnell. Okay, 104 Blöcke. Das bedeutet, wir craften uns eine Dia-Hose. Und das war's. Super. Das war schon? Wieso? Wieso? Okay, 75 Blöcke. Naja, mal schauen. Der ist da vorne. Okay, der ist tot. Der war jetzt nicht sonderlich schwer. Oh, wieso? Wieso tauchen da manche Leute einfach so unter? Oh Mann, ich bin gerade echt ein bisschen crazy, Motherfucker. Ich brauche Holz. Ach so, vor mir ist eh ein Baum. Oh, den kann ich nicht abbauen. Super. Tot? Du willst nicht wissen, warum ich jetzt gestorben bin. Warum bist du gestorben? Da war so ein scheiß Wasserfall, da wurde irgendwas wahrscheinlich mit TNT weggesprengt. Und ich wollte da an Land gehen, geh so zurück mit dem Wasser und flieg dann bei dem Wasserfall runter. Und da waren 2 Blöcke, die ohne Wasser waren. Und genau auf die fliege ich rauf und ich bin tot. Mir egal, Leute, ich nehme die Runde jetzt einfach. Weil wir haben schon ein paar Leute getötet. Ich konnte zwar nicht zeigen, wie dieses Kit funktioniert. Ich konnte es einfach nicht zeigen. Weil, mir persönlich ist das Kit zu schwierig. Whatever, ihr könnt ja auch, ich sag letzte Zeit so oft whatever, keine Ahnung, woher ich das hab. Auf jeden Fall, ihr könnt mir da gerne, Video antworten, glaube ich, geht gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie das geschafft habt, eine coole Redstone-Falle zu machen, dann könnt ihr mir das Video gerne mal per PN zuschicken und ich guck's mir dann an. Aber okay, also meine Meinung ist einfach nur dazu, das Redstone-Kit ist fast unspielbar, meiner Meinung nach. Es dauert erstens zu lange, eine Falle zu bauen, weil du dann sowieso geportet wirst. Und zweitens sind dann die Fallen meist nicht sehr effektiv, weil, bis die das ausgelöst haben und bla bla. Nee, also, das hat oft nichts mehr mit einem guten Kit zu tun. Also, mein Fazit zu einem Kit, also, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer zu spielen. Ich empfehle euch da wirklich andere Kits. Das Redstoner Kit ist, glaube ich, auch das Kit, was am wenigsten von den ganzen Kits überhaupt verwendet wird. Und deshalb rate ich euch einfach nur davon ab, spielt einfach, wenn ihr ein Kit wollt, wo ihr sagt, es hat keine Superkräfte, ihr wollt ohne Kit spielen, nehmt Redstoner und schmeißt einfach die Redstone-Sachen weg. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie ihr dieses Kit sinnvoll verwenden könnt. Auf jeden Fall, wenn es euch trotzdem gefallen hat,
würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich weiß, die Runde war kacke, aber morgen kommt dann ein neues Kit dran und da wird das dann wahrscheinlich wieder super. So wie die letzte Runde, also der Hai, das war ja eine richtig mega geile, spannende Runde. Und ja, da sieht man eben die Unterschiede zwischen den Kits. Eins ist stärker, eins ist total schwach. Also von dem her, Leute, haut da rein und positive Bewertung nicht vergessen. Konstruktive Kritik, wie gesagt, bin ich auch immer offen. Und ja, ich sag dann mal tschüss und bye. Tschüss und bye.